Hallo ihr wunderschönen Menschen da draußen. Ich freue mich, dass ihr dieses Video hier angeklickt habt und heute geht es um diesen Look hier. Und das ist so ein Meeresgrün in dem Licht sehr bläulich erscheinendes Smoky Eye. Und da beginnen wir mit einem Concealer und das ist hier von Maybelline der Fit Me Concealer und wie unglaublich heiß ich damit aussehe, ne? Um den am besten einzuarbeiten, benutze ich von Avène das Thermalwasser. Das benutze ich sehr, sehr gerne. Und mache damit meinen Beauty Sponge. Boom! Dieses Gesicht. Befeuchte damit meinen Beauty Sponge, weil einfach mit so einem feuchten Schwamm bzw. Schwämmchen sich das Concealer-Produkt einfach besser einarbeiten lässt. Und ja. Danach benutze ich von Giorgio Armani die Luminous Silk Foundation in dem Ton 2. Ich bin sehr, sehr hell. Und dann ist eure Kreativität hier keine Grenzen gesetzt. Und ihr könnt euch lustige Punkte ins Gesicht malen und die anschließend wieder verblenden. Und ich finde, das macht ein sehr, sehr schönes Finish, diese Foundation. Mehr dazu findet ihr auch in meinem letzten Monatsfavoriten-Video. Da habe ich ein bisschen ausführlicher über diese Foundation geredet. Und über die Pros und Kontras. So, dann konturiere ich im Moment gerne mit einem dunkleren Concealer. Und das ist hier wieder von Maybelline Fit Me in dem, ich glaube, zweitdunkelsten Ton. Und den trage ich eben da auf, wo ich normalerweise mein Konturpuder auftragen würde. Und dann befeuchte ich einfach nochmal den Schwamm und gehe über diese Linien drüber und verblende die nach oben hin. So, dann habe ich mir noch auf die Stirn diese drei Striche gemalt, einfach weil ich die noch ein bisschen heller haben wollte und habe dafür wieder den hellsten Concealer benutzt von Fit Me in der Nummer 15, nicht 10. Wer sich das ausgedacht hat bei Maybelline, der hat von mir echt einen Preis verdient, aber gut. So, dann habe ich das Ganze gesettet mit meinem Puder hier. Von L'Oreal, wie auch immer es heißt. Ich finde es auf alle Fälle sehr, sehr gut. Und dann habe ich mir die Augenbrauen nachgezogen. Und wie ihr seht, benutze ich hier wieder von Catrice Cosmetics den Augenbrauenstift. Da, große Empörung bitte jetzt, mein Anastasia Beverly Hills Brow Wiz nach genau einem Monat einfach mal alle war. Und ich finde das eine Unverschämtheit für diesen Preis. Und ja, dann habe ich meine Augen vorgeprimed und dann sozusagen als Grundfarbe von, MAC den Ton Maud benutzt, einfach um schon mal so ein bisschen zu konturieren und diese Farbe, diese Lidschatten, ist einfach unheimlich gut, um später andere Farben darauf zu verblenden. Dann benutze ich von Make-up Geek den Ton Moondust. Das ist im Endeffekt ein sehr, sehr schönes Grau, was so ein bisschen so einen metallischen Touch, so einen kühlen metallischen Touch hat. Und das trage ich mit diesem Evelyn Blending Pinsel ja jetzt nicht allzu präzise, aber schon eher konzentriert auf die Lidfalte eben auf, um dem Ganzen noch mehr Tiefe und Kontur zu geben. Dann benutze ich einen sauberen Pinsel, das da hier ist einer jetzt von Zoeva und benutze von Make-up Geek den Ton White Lies und es ist ein sehr, sehr schönes Weiß-Beige, so ein Creme-Weiß und damit kann man sehr, sehr schön harte Linien eben ausblenden, weil ich möchte ein wirklich schönes,
Smoky Eye mit einem nicht zu harten Übergang. So, dann benutze ich so einen flachen Pinsel und den feuchte ich mir gleich an und benutze diese Farbe hier. Das ist von Catrice Liquid Metal Eyeshadow in der Nummer 100, What Do You See? See mit wie mehr auf Englisch geschrieben. Ihr habt hier auch einen Comedy-Preis verdient, Leute. Und wie gesagt, wenn ihr den Pinsel anfeuchtet, dann ist die Pigmentierung höher auf eurem Lid. Das heißt, ihr bekommt mehr Lidschattenprodukt auf einmal auf euer Lid. Und das trage ich hier wirklich jetzt total bewusst nur auf das bewegliche Lid auf. Dann verblende ich das Ganze einfach nochmal mit diesem Pinsel, auf dem ich vorher noch den grauen Lidschatten drauf hatte, weil ich ja möchte, dass die beiden Farben sich eben gut verbinden und nach oben hin sanfter auslaufen. Dann trage ich nochmal diesen Lidschatten auf, einfach weil ich es intensiver haben wollte. Und wo es mir das Ganze wieder nicht so passt oder mir der Übergang zu hart ist, da blende ich einfach nochmal aus. Dann trage ich den Concealer auf von Maybelline. Ja, der Instant Anti-Age Effect, Augendurstlöscher, wie auch immer. Ich dachte, er sei heller. Aber mir wurde gesagt, oder beziehungsweise ich wollte wissen, ob das wirklich so ist, dass diese dunkleren Concealer einfach die dunklen Schatten besser abdecken. Und ja, jetzt in dem Video sieht man es jetzt vielleicht nicht so gut, weiß ich nicht, aber ich habe es heute nochmal ausprobiert und ich fand es sehr gut. Und möchte mich in Zukunft eben für die dunklen, diese Augenringe, die man eben manchmal hat, mit diesem Augenlöscher-Concealer drauf konzentrieren und dann eben mit dem Fit Me, ohne sich zu viel unter das Auge zu spachteln, nochmal für diesen aufgehellten Effekt sorgen. Und da habe ich auch hier in der Innenseite geschaut, dass ich dass es da sauber bleibt und hell bleibt. Und da sind diese Q-Tips einfach perfekt. Ist ein bisschen so eine Futzelarbeit, aber muss sein. So, dann habe ich das Ganze wieder gesettet, damit, wenn später ein Lidschattenprodukt runterfällt, und es nicht den ganzen Look verschmiert. Und jetzt nehme ich so einen präziseren, dünneren Pinsel und gehe nochmal mit diesem Lidschatten nochmal unter den unteren Wimpernkranz, beziehungsweise am unteren Wimpernkranz entlang, um das Ganze noch mehr abzurunden. Und dann habe ich das Ganze wieder verblendet mit meinem Blending-Pinsel und das darf ruhig länger dauern. Also das, je länger ihr da blendet, desto schöner wird das Ganze. Und dann habe ich noch von Maybelline, hier heute nur Maybelline, Master Drama Kohl Kajal in Grün benutzt und den auf die innere Linie, auf die Wasserlinie aufgetragen und dann mit einem, ich kann dann im Moment gerade keinen Namen erkennen, ich glaube es ist L'Oreal, Super Slim Liner heißt der, mit dem habe ich mir in Intense Black meinen Wing gezogen und war echt positiv begeistert. Ich hatte den lang nicht mehr benutzt und bin jetzt sehr zufrieden damit. Genauere Infos dazu auch in der Infobox. Ich suche euch raus, von welcher Marke der ist. Und hier seht ihr, wie ich meine beiden, wie ich den Wing vergleiche auf der anderen Seite, um das wirklich einigermaßen gleichmäßig hinzukriegen. Und in diesem Video ist es mir wirklich gelungen, aber Leute, es passiert auch oft mir, dass ich es nicht hinkriege. Ist immer ein bisschen so eine Geduldssache. Und dann habe ich mein Gesicht nochmal ein bisschen mehr konturiert und gebronzt, weil mir einfach danach war. Und das habe ich mit dem Hoola Bronzer gemacht von Benefit. Dann habe ich von Giorgio Armani so ein kleines Tübchen letztens mitbekommen, so ein Pröbchen.
Und das ist so ein Highlighter, den kann man entweder in die Tagescreme mit rein mischen oder als Highlighter jetzt eben so benutzen oder mit der Foundation zusammen mischen und dazu auch nähere Infos in der Infobox, weil der genau natürlich jetzt nicht vor meiner Nase liegt. So, dann bin ich mit meinem MAC-Lieblingslidschatten zum Highlighten nochmal unter meine Augenbrauen gegangen, einfach um das Ganze noch definierter und sauberer aussehen zu lassen. Und da war ich gerade ein bisschen genervt von der Intensität dieser Pigmentierung. Ein klassisches Make-up-Fan-First-World-Problem. Und dann habe ich noch die Innenseite meiner Augen noch gehighlightet und dann meine Wimpern gebogen und meine Mascara aufgetragen, hier wieder Benefit the Real und ich bin damit irgendwie im Moment wieder sehr zufrieden. Und dann habe ich meine Lippen konturiert mit dem, wie heißt er, Lip Liner von P2 in Nummer 130, First Lady. Und anschließend habe ich einen Lippenstift aufgetragen, nämlich von NYX, den matten Finish Lippenstift in Nummer MLS 15. Das ist der fertige Look. Ich hoffe, er gefällt euch und hat euch vielleicht ein bisschen inspiriert und würde mich selber einen Daumen nach oben freuen und ein Abo und einen Kommentar und alles, was ihr mir geben könnt von eurer Liebe. Und jetzt viel Spaß noch.